Herzlich willkommen zum sportlichen Geschehen im Fokus hatten. Möchten wir heute natürlich auch über den Sport sprechen, aber zurückblicken auf die 30 Jahre Sommerskispringen in Hinterzarten und als zweiten Themenblock das Damenskispringen behandeln. Ich begrüße auf dem Podium Klaus-Michael Klatsch, den Bürgermeister von Hinterzarten, Hermann Werle, Chef des Organisationskomitees, Walter Hofer, der FIS-Renndirektor Skisprung, und Franz Scheinle, Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes. Herzlich willkommen an die Kollegen. Herr Tatsch, welche Bedeutung hat das Sommerskispringen für den Ort Hinterzarten? Ja, ich bin jetzt ja das zweite Jahr hier, für mich das zweite Sommerskispringen. Das ist für Hinterzarten schon ein ganz herausragendes Ereignis, nicht bloß aus sportlicher Sicht, sondern aus kultureller Sicht. Und natürlich auch, das sieht man als Bürgermeister immer so auch aus touristischer Sicht, weil der Name Hinterzarten dadurch natürlich auch einmal durch die Sportler, aber auch durch die vielen Besucher durch die Welt getragen wird. Und dass wir hier mit ein herausragendes, wie man so schön noch heute sagt, Event haben, sieht man ja, dass wir da schon seit 30, dass es das 30. Sommerskispringen ist. Und für Hinterzarten ist das also ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender und das Highlight eigentlich im ganzen Jahr. Hermann Werle, welche Entwicklung hat diese Veranstaltung in den drei Jahrzehnten genommen? Sie können das nun wahrlich kommentieren und haben das nämlich tatsächlich seit 30 Jahren mit begleitet und auch mit initiiert. Ja, wir sind vor 30 Jahren hier angetreten als Snowboardist. Wir haben damals die Schanze umgebaut von einer Winterschanze auf eine Mattenschanze und haben dann auf Anraten von Ewald Ruscher damals zusammen mit Kandersteg dieses Sommer Grand Prix gemacht. Wenn ich heute die Bilder sehe von damals, war alles noch viel lockerer. Es gab keine Banden entlang der Schanze. Es gab also, die Zuschauer sind bis sehr nah an den Aufbau gekommen. Es hat sich in den alten Jahren dann doch entwickelt. Wir haben immer den Anspruch gehabt, hier professionell zu arbeiten, auch den Ansprüchen an die Sportler oder an den Sport gerecht zu werden. Und so hat sich dieses in 30 Skispringen doch sehr stark verändert. Aber ich glaube, nicht zum Nachteil verändert, sondern zwischenzeitlich hat die Anlage beim Sommerskispringen ein tolles Bild. Es zeigt sich auch ganz gut. Und was auch dazu gekommen ist, ist die Frage der Partner, die wir haben. Damals waren so die Kosten auch nicht so ganz hoch. Da haben wir so verschiedene Partnerkarten mit 3.000, 4.000 D-Mark sich uns unterstützt haben. Heute haben wir mit Europapark und Rothaus zwei regionale Partner, die sich hier als verlässliche Partner erweisen und die uns auch ermöglichen, diese Veranstaltung so durchzuführen. Franz Scheinle, ist der Deutsche Skiverband mit dem Ausrichter Hinterzarten zufrieden nach diesen drei Jahrzehnten? Ja, ich glaube, dass wir mehr als zufrieden sein können mit dem Ausrichter hier in Hinterzarten. Das hat ja das Sommerskispringen den Ausgang hier genommen, 1982, also vor 30 Jahren, und hat sich dann hinentwickelt zum FIS Grand Prix 1994. Und Walter Hofer hat es in einem Zeitungsartikel auch ganz treffend dargestellt, hervorgehoben, dass es immer die Plattform war für Innovationen, für Neuerungen, um den aktuellen Bedürfnissen des modernen Skispringens zu entsprechen. Die Veranstalter als solche sind wir mehr als zufrieden. Das war nur möglich durch eine Top-Organisation, die hier bewerkstelligt wird, ohne dass ein Nachlassen in irgendeiner Form festgestellt werden kann. Es wird sehr viel für den Sportler getan, für die Trainer, für die Betreuer, die spüren das und kommen deswegen auch hier sehr gerne nach Hinterzarten. Schön. Walter Hofer, die FIS beobachtet das sicher auch ganz genau, wie Veranstalter, Ausrichter vor Ort solche Wettkämpfe bestreiten. Welche Bedeutung hat Hinterzarten für den internationalen Skiverband? Sie haben ein sehr interessantes Interview gegeben der Badischen Zeitung und von einem Testlabor gesprochen. Wie fällt Ihre Einschätzung dazu aus?
Ja, ich glaube, man darf es nicht nur von der Veranstalterseite her betrachten. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo wir hier die ersten Sommerwettkämpfe durchgeführt haben, noch Betreuer von zwei großen Mannschaften, nämlich Österreich und Deutschland, habe sozusagen einen anderen Zugang zur Sportart und muss sagen, dass damals die Einführung dieser Sommerbewerbe, die Möglichkeit im Sommer zu trainieren, ja einen enormen Sicherheitsschub im Skispringen gebracht hat. Das, was wir heute unseren Athleten im Winter an Reisestress, Zeitplänen, Wettkampfplänen zumuten, ist ja nur darauf zurückzuführen, dass wir diese Sportart als Ganzjahrestrainingsmöglichkeit geschaffen haben. Das heißt, unter diesem Aspekt hat das Sommerskispringen enorm zur Absicherung unserer Athleten und der Wettkämpfe beigetragen, auch für den Winter. Das ist der rein sportliche Bereich. Für die Veranstaltungen ist es natürlich so, dass wir von Seiten des Sprungkomitees natürlich immer so 10-Jahres-Pläne erstellt haben, was die Philosophie, die Ausrichtung, die Zielsetzung war. Und da war es natürlich von Anfang an klar, dass wir als Wintersportart die Sportart natürlich im Winter behalten, als Hauptausrichtung. Das heißt, es ist die Priorität sicherlich Skispringen als Wintersportart. Wir wollen auf Schnee anfahren, wir wollen auf Schnee abspringen, wir wollen auf Schnee landen, das ist klar. Aber für den Winter ist der Sommer eine ideale Plattform aus mehreren Positionen heraus. Die Trainer, die Athleten können ihre Standortbestimmung festlegen. Die Veranstalter, die im Winter keine Möglichkeit haben, in den Weltcup zu kommen, haben die Möglichkeit, ihre lokalen Veranstaltungen durchzuführen. Also aus verschiedenen Gesichtspunkten macht es wirklich Sinn, diese Bewerbe durchzuführen. Und wir haben im Sommer jetzt schon die gleiche Situation wie im Winter. Wir haben mehr gute Veranstalter, als wir den Nationen zumuten können an Veranstaltungsdaten. Und das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Wenn Sie das so ansprechen, wie sieht denn da die weitere Entwicklung dann vermutlich aus? Die Terminpläne, der Kalender ist begrenzt. Wie geht die FIS mit so einer Situation um? Also da darf ich darauf hinweisen, dass es für uns eine leichte Beobachterposition ergibt, weil der Kalender, ob im Sommer oder im Winter, der wird von den Veranstaltern erstellt. Das wird nicht vom Sprungkomitee erstellt, sondern von den Veranstaltern. Denn kein Mensch denkt heute daran, Willingen oder Zakopane oder Hinterzarten aus dem Kalender zu nehmen. Warum? Weil sie gut sind. Ja? Also mit welchem Argument sollten wir an einem Ort wie Hinterzarten rütteln? Im Gegenteil, wir sind ja froh, dass wir solche traditionellen Orte mit so einem Background, mit so einer Voraussetzung haben, wo wir unsere, und das muss ich dazu betonen, unsere Nischensportart, unsere Randsportart immer wieder eingebettet sehen in eine lokale Struktur, Infrastruktur, wo diese Sportart einfach mitgetragen wird. Wir sind keine flächendeckende Sportart, sondern wir müssen von diesen Hotspots leben, die sich in jedem Land ergeben und die müssen wir auch pflegen, auch von unserer Seite. Als Randsportart ist man da auch einfach gezwungen, über die Jahre immer wieder Anpassungen vorzunehmen, um Medieninteresse zu erhalten. Was sind da die Antriebe? Also die Antriebe kommen nicht von unserer Seite, sondern wir sind hier in einer reaktiven Position. Das, was die Sportart vorantreibt, ist die Innovation der Athleten und der Trainer. Wir haben eigentlich die erste Phase dieser 30 Jahre von Hinterzarten war eher gekennzeichnet durch die Etablierung des Sommerskispringens. Also von Matte anfahren bis zu Eisspur anfahren, Porzellanspur anfahren. Das war sozusagen der Veranstalter hat sich etabliert als Sommerveranstalter und erst dann hat es angefangen, dass die Sportart selbst mit der Einführung des Faustdings 89-90 die Disziplin revolutioniert wurde. Und das kam ja auch nicht von uns, sondern wurde uns von Athleten aufgedrängt. Und wir brauchten, muss ich ehrlicherweise zugeben, bis zum Umbau vom Holmenkollen, das heißt vor 2 Jahren, waren die Nachwirkungen des Faustdings, weil wir mussten von 90 weg alle, sämtliche Anlagen in unseren Bereich umbauen, weil sich einfach die Disziplin so verändert hat. Aber von diesem Zeitpunkt an, von 90er Jahren weg, haben wir versucht, mit der Erfahrung des Faustdings mit dem Athleten auf Augenhöhe zu bleiben
Und wir haben nach jedem Jahr, wenn der Athlet es eben geschafft hat, in der Technik, in der Athletik und so weiter, haben wir versucht, eben mit unseren Maßnahmen die Sportart in einem bestimmten Rahmen zu halten, dass die Performance des Athleten immer wieder auf unsere Anlage gepasst hat. Weil das ist der billigere Weg, als wenn wir die Entwicklung einfach laufen lassen und dafür aber alle Anlagen bauen müssen. Ja? Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die ins Material hineinspielt, aber mit dieser Materialmaßnahme auch das Produkt, unter Anführungszeichen Skispringen, immer wieder nachjustiert wird. Herr Manferde, wie sieht das denn dann im Jahresablauf aus? Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben ja letztlich bis auf wenige Monate das ganze Jahr über auch mit dieser Veranstaltung zu tun. Die Vorbereitungen fürs nächste Jahr beginnen wieder recht früh. Wie passieren solche Abstimmungen auch mit der FIS, auch mit dem Deutschen Skiverband? Wie klappt sowas? Ich sage immer, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Das heißt also, dass wir nach jedem Grand Prix eine Nachbetrachtung machen, Manöverkritik, und dann auch die Schwachpunkte benennen. Und wir bekommen auch Schwachpunkte benannt, auch von der FIS im Gespräch, wo wir uns einfach verbessern müssen, wo es andere Möglichkeiten gibt, wo man ändern kann. Und durch diesen eigentlichen Prozess, der dann das ganze Jahr überläuft, natürlich im Anfang weniger intensiv, je näher es dann auch die Veranstaltung zugeht, umso intensiver wird dann gearbeitet im OK. Das heißt auch, man muss immer wieder auch das OK überprüfen, wo gibt es einfach, wo muss ich nochmal dort nachjustieren, wo muss ich schauen, dass eine personelle Besetzung intensiviert wird oder umgestellt wird, damit die Voraussetzungen dann geschaffen werden, dass so eine Veranstaltung dann auch reibungslos abläuft. Eine Veranstaltung muss so sein, es wird immer in jeder Veranstaltung mal gewisse Probleme geben, die dürfen aber nicht nach außen treten, sondern die müssen im Hintergrund bleiben, die muss man dann analysieren und wieder versuchen abzustellen. Wenn man 3 Jahrzehnte hier in Hinterzarten vom Skispringen, stellt man fest, dass seit langen Jahren jetzt auch ein fester Bestandteil das Jugendspringen ist. Das ist Ihnen sehr wichtig, das betonen Sie immer. Warum eigentlich? Das Jugendspringen war Walter Hofer. Wir haben diesen Vorschlag gerne aufgenommen, sind, glaube ich, dieses Jahr der einzige Ort noch, der dieses Jugendspringen durchführt. Die Idee war, die Jugendlichen mal mit der Weltspitze dort springen zu lassen und dann auch eine Siegerehrung zu machen, wo die Weltspitzenathleten da sind und vielleicht nach ein paar Jahren sagen zu können, damals war ich noch bei den Jugendlichen. Prominentes Beispiel ist eigentlich im vergangenen Jahr, war es Peter Priuc aus Slowenien, der ja im vergangenen Winter sehr gut war. Der beim ersten Jugendspringen 2006 war er auf dem dritten Platz hier. Und das sind, ich muss die Liste mal nachschauen, ich denke, es sind jetzt zwischenzeitlich mehrere. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, dass auch mal Jugendliche sich mit ihren großen Idolen, Vorbildern mal in einem Ort treffen können, an einer Schanze treffen können. Ich finde die Idee nicht schlecht. Franz Steiner, die... Darf ich hier eine kleine Anmerkung? Genau. Wir haben dann die Jugendlichen auch gefragt, was für sie das Besondere ist, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen. Und es haben sich zwei Aspekte herauskristallisiert, dass sie an so einem Wettkampf die gleiche Akkreditierung wie die Großen bekommen und dass das erste Mal ihr Sprunganzug blamiert wird. Also das ist sozusagen eine Sanktionierung ihrer Leistung und auf das sind sie ganz stolz gewesen. Franz Steine, diese Aktiven sind 14 Jahre alt oder älter, 6 bis 8 Jahre springen die dann auch schon. So etwas ist wahrscheinlich auch im Sinne der Nachwuchsförderung des Deutschen Skiverbandes, der da ja insbesondere im Bereich Skisprung mit einem speziellen Ausrüstungskonzept, mit Nachwuchscamps, neue junge Springer ans Skispringen heranzuführen und auch ein Technikkonzept, was der Rolf Schiegel jetzt umsetzt, ist im Sinne des DSV vermutlich. Selbstverständlich ist das im Sinne des Deutschen Skiverbandes. Wir wollen ja gerade eine Durchlässigkeit haben von oben nach unten. Da ziehen auch die Landesskiverbände, die ja das Sagen haben im Nachwuchsbereich, sehr mit, sodass wir einheitliche Ausbildungen gewährleisten können, gerade auch im Schülerbereich, einheitliche Trainingskonzeptionen und ähnliche Dinge mehr. Und man muss jetzt betonen, gerade auch in Hinterzarten, die wirtschaftlichen
Erfolge, die ja früher etwas üppiger waren, wie jetzt in jüngster Vergangenheit, werden immer wieder verwandt, um in die Schanzenanlagen, in den Nachwuchs zu investieren. Und das hat auch große Früchte gezeigt. Kinderzahlen ist ja nicht nur der wichtigste Standpunkt in Baden-Württemberg, was den Skisprung anbelangt, sondern in ganz Deutschland. Und dafür sind wir der Kinderzahlen auch sehr dankbar. Herr Tatsch, was bedeutet das für eine kleine Gemeinde wie Hinterzarten, so eine Anlage auch zu betreiben? Stellt sich das nicht auch manchmal vor Probleme? Ja, zuallererst muss ich ja sagen, freut mich das ja auch, das mal hier von der FIS und auch vom Deutschen Skiverband mal wieder zu hören. Ich habe mich auch sehr über das Interview gefreut, über die Äußerung Hinterzarten ist, also auch das Wort des Labor. Und natürlich ist das für die Gemeinde eine große finanzielle Belastung, das muss erhalten werden, das muss unterhalten werden. Wir haben momentan ja auch ein bisschen Probleme nach dem Motto, wie geht es weiter, wenn die Betriebserlaubnis für die Aufstiegshilfe praktisch abläuft. Und das sehe ich aber durchaus positiv an, weil wir haben dort Gespräche geführt und schon mal positive Signale empfangen. Und so wie es gesagt worden ist, Hinterzarten ist sich auch, sagen wir mal, auf politischer Ebene seiner Verantwortung da bewusst, in diesem sportlichen Bereich da nicht nachzulassen, zu sagen, gut, für uns sind die Schanzen hier ein ganz wichtiger Punkt für den Sport und das auch den Sportlern wirklich in Vordergrund zu stellen und nicht das, was ich eingangs sagte, natürlich ist es auch touristisch und sonst wie. Hier findet eine Sportausbildung statt und wir können durch diese Kombination dieser Schanzen ja wirklich von klein auf den Sportlern hier optimale Trainingsbedingungen bieten. Und das zeigt sich ja auch, dass also der Schanzenbetrieb ja an über 200 Tagen im Jahr hier stattfindet, sodass also wirklich hier auch gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband und auch mit der FIS eine gute Sportförderung machen können. Und vielleicht auch nochmal ein Danke an die FIS auch für kritische Rückmeldungen, weil alles ist immer gut und man will auch immer besser werden, aber man muss auch alles mal hinterfragen, offene Gespräche dann führen, das haben wir auch gemacht. Und gemeinsam wird das auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Veranstaltung, bin ich überzeugt. Walter Hofer, abschließend vielleicht zu dem Blog die Frage an Sie noch, wenn der Hermann Werle sagt, das ist der letzte Standort, an dem so ein Jugendspringen noch stattfindet, ist das einfach vom Aufwand her für die Ausrichter vor Ort problematisch? Ist es auch vielleicht eine Frage des Terminkalenders, dass das nicht überall reinpasst? Warum gibt es das nicht häufiger? Wie immer steht am Anfang eine Idee und eine Theorie. In der Praxis zeigt sich dann, was praktikabel ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen diese Bewerbe annehmen, wenn sie in ihren zeitlichen Plan reinpassen. Wir sind darauf gekommen, dass die Schule, die Ferien, die Reisetätigkeit hier ein Hindernis darstellt. Wir gehen daher sehr punktuell mit dieser Idee um. Wir sind aber jetzt gerade dabei, diese Idee etwas lokaler und regionaler zu gestalten. Die erste Idee war, diese Jugendspringen an die Grand Prix zu binden. In Zukunft wollen wir etwas mehr Wettkämpfe zulassen, aber eher auf regionaler Ebene, dass zum Beispiel die Skandinavier einen durchführen für die Skandinavier oder die Osteuropäer, was sich jetzt anbietet mit Rumänien, Bulgarien und so weiter. Also hier wollen wir ein bisschen lockerer werden, weil wir auf der anderen Seite wieder eine neue Gruppe integrieren dürfen, nämlich die Mädchen, und das organisatorisch natürlich für ein Wochenende schon eine Herausforderung darstellt. Wir werden daher hier ein paar Justierungen vornehmen. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der sich aus der Erfahrung ergibt. Vielen Dank. Das ist eine schöne Überleitung zum zweiten Themenblock. Bevor wir dazu kommen, aber Fragen Ihrerseits zum Thema 30 Jahre Skisprung in Hinterzarten. Ist das im Sinne des Ganzen, dass dann auch die Athleten fast zwangsweise Wettbewerbe auslassen müssen? Also, ich verstehe natürlich, dass zum Beispiel der Veranstalter bestrebt ist, dass seine eigene Mannschaft in voller Stärke antritt und dass natürlich die Teilnahme auch ein Kriterium ist für den Wert zu einer Veranstaltung. Aber intern für uns ist es auch manchmal eine, wie soll ich sagen, eine
soziale Komponente dabei, wenn wir zum Beispiel in Hakuba Wettkämpfe durchführen oder jetzt in Almaty und dort vielleicht eine Starterzahl von 40, 45 auftauchen werden. Das gibt uns für jene Nationen die Chance, die in Hinterzahl keine Chance haben zu punkten, wenigstens dort einen Grand Prix-Punkt oder einen Weltcup-Punkt zu machen, weil für die ist dann für 2 Jahre lang die Reisetätigkeit gesichert aus finanzieller Sicht. Das heißt, wir haben hier schon ein paar strategische Punkte auch dabei, die aber natürlich für den Veranstalter selbst nicht von Belang sind. Aber es macht schon Sinn, dass wir auch Orte nehmen, die nicht so leicht zugänglich sind. Und wenn wir schon eine Sportart sind, die international agieren möchte, dann können wir nicht sagen, wir wollen nur in Europa bleiben. Das ist ein bisschen zentristisch gesehen. Wir müssen ja auch berücksichtigen, dass die Japaner zum Beispiel im Winter 6 bis 8 Wochen in Europa verbleiben müssen, um am Weltcup teilzunehmen. Also hier müssen wir einfach über den Tellerrand hinausschauen. Und gerade mit der Öffnung der osteuropäischen Nationen jetzt müssen wir auch damit rechnen, dass sich das ein bisschen auch verteilen wird. Dankeschön. Weitere Fragen? Dann, Walter Hofer, würde ich gerne weitermachen, gleich mit Ihnen zum Themenblock Damen-Skispringen. Sie haben es angesprochen. Da ist ein Fundament jetzt gelegt worden in besonderer Form. Diese Disziplin kommt zu Olympia-Ehren auch. Liberec 2009 war die WM-Teilnahme. Die Geschichte von Damen-Wettkämpfen geht viel weiter zurück. 98 bei der JWM hat es schon mal einen Wettkampf gegeben. Seit 99 gibt es den FIS Ladies Grand Prix. Seit 2005 den Continental Cup. 2006 war eine offizielle JWM auch bei den Damen. Wie sieht die weitere Entwicklung aus Ihrer Sicht dort aus? Welche Potenziale gibt es dort? Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren ein? Oder auch dann konkret jetzt im kommenden Winter? Ich würde mal sagen, dass es gab immer wieder mal ein paar Mädchen, die gesprungen sind. Also ich kann mich zurückerinnern, die letzten 30 Jahre gab es immer schon mal ein paar Mädchen, die gesprungen sind. Warum sind die dann so massiv in die Sportart eingetreten? Ich glaube, das ist auch darauf zurückzuführen, dass es der FIS über die Jahre gelungen ist, das Skispringen sicherer zu machen. Es ist nicht sicher, es ist eine Risikosportart, aber es ist sicherer geworden. Und das hat den positiven Nebeneffekt, dass eben auch die Mädchen vermehrt zur Sportart gefunden haben. Ich würde sagen, die Entwicklung ist eher einen Schritt voraus. Warum? Wir haben jetzt schon eine Olympiateilnahme 2014. Das heißt, die Entwicklung von 2004, wo wir den Continental Cup eingeführt haben, ist so rasant vorangeschritten, dass alle Wettkampfsysteme jetzt schon etabliert sind, also bis zum Weltcup im nächsten Jahr, Olympische Spiele 2014. Was jetzt aber kurioserweise hinten nachhinkt, ist die Altersstruktur der Mädchen. Ja, also die große Glocke der Anzahl von Mädchen liegt zwischen 13, 14 und 17. Ja, und die werden auch jedes Jahr nur ein Jahr älter. Das heißt, es dauert eine Zeit lang, bis diese Masse an Athletinnen in das Erwachsenenalter kommen. Wir haben jetzt im Erwachsenenalter eben nur eine Handvoll von Mädchen. Die meisten liegen eben in diesem Bereich und da muss man eben abwarten, bis die ins echte Erwachsenenalter kommen. Aber wie gesagt, alles ist vorbereitet, alle Wettkampfserien sind vorbereitet. Da werden wir natürlich auch etwas vorangetrieben, aus politischer Sicht, ist klar. Aber jetzt liegt es an den nationalen Verbänden, hier mit den Athletinnen nachzukommen. Franz Steiner, da hat der DSV, denke ich, ein Ausrufezeichen gesetzt. Es ist im DSV der Damen-Skisprung eine eigene Disziplin. Der Daniel Vogler, jahrelang als Trainer, hat da sicher sehr erfolgreiche Basisarbeit geleistet. Bei der ersten WM hat die Ulrike Bressler Silbermedaille gewonnen. Und mit Andreas Bauer ist jetzt ein langjähriger Profi, Bundestrainer. Wo sehen Sie die Hauptaufgaben des Deutschen Skiverbandes? Ja, wie gesagt, wir haben das Damen-Skispringen schon seit Jahren gefördert, haben jetzt eine selbstständige Disziplin in Anführungszeichen daraus gemacht im Mädchenbereich. Wir haben 2 Leistungsgruppen gegründet, eine LG1 und eine LG2. LG1 wird, wie gesagt, von Andy Bauer trainiert und begleitet. Ich glaube, daran sieht man schon, welchen Stellenwert der Deutsche Skiverband auch dem Mädchen-Skispringen zuordnet. Andy Bauer ist nicht irgendwer, war ein sehr erfolgreicher Trainer in der deutschen Kombination.
Der Daniel Vogler, der sehr gute Arbeit bisher geleistet hat, wird die LG2 betreuen. Es gilt sicher auch vom Deutschen Skiverband, die Dinge nach unten noch weiter zu vernetzen, zu verzahnen, auch im Sinne eines Nachwuchsbereiches, was der Walter Hofer gerade angesprochen hat. Ich sehe auch innerhalb des Deutschen Skiverbandes so, dass ein Bau im Altersbereich zwischen 13 und 17 war. Wir hatten letzte Woche deutsche Meisterschaften in Weinerzhagen. Da ist es auch zutage getreten, dass die Älteren schon noch etwas fehlen. Aber wenn man so rechnet, 2011 bis 2014 sind sie zumindest mal 3 Jahre älter, sodass wir dort doch, glaube ich, auch eine ganz gute Struktur haben. Aber wie gesagt, es gilt auch den Nachwuchs in den Landesverbänden zu fördern und ähnlich wie es bei den Herren oder bei den Jungs und den Schildern geschieht, zu begleiten. Hermann Werle, die Adlerschanze von ihrer Größe her ist ja insbesondere dann eigentlich auch für die Deignet. Ein Weltcup in Hinterzarten, ist das ein Ziel, das Sie anstreben als OK-Chef? Ja, das ist ein Ziel, das schon Realität. Der Hirten kommt im Winter, wird ja einer der Weltcups hier in Hinterzarten stattfinden, der andere in Schonach, 2 Tage zuvor, also am 8. Januar bei uns, am 6. Januar in Schonach. Wir haben aber auch schon vor 2 Jahren oder 2010 bei den Juniorenweltmeisterschaften den Damenwettkampf hier gehabt und im Rahmen der Juniorenweltmeisterschaften einen Top-Wettkampf für die Mädchen erleben dürfen. Im vergangenen Winter einen Kontinentalcup bei schwierigsten Bedingungen. Auch da hat sich gezeigt, die Mädchen sind auch da gar nicht so zimperlich, haben das auch recht gut gemeistert. Also da sind wir stolz auch, dass wir da in diesem Kreis sein dürfen, die hier auch gewisse Pionierarbeit sicherlich im Weltcup für die Mädchen leisten wird. Und ich gehe davon aus, dass wir mit ähnlichem Nachdruck über den Sommer Grand Prix oder Sommerskispringen betrieben haben, auch hier das tun werden und ein vielleicht Partner für die FIS und Deutsche Verband in diesem Bereich sein wollen und sein können. Walter Hofer, ich muss gestehen, ich habe den Überblick nicht ganz genau, war 16 bis 18 Wettkämpfe im Winter, etwa 6 Weltcups bei den Damen, 10 Kontinentalcups in der Größenordnung. Was sind die Kriterien? Welcher Ort kriegt auf welcher Wettkampfebene dort Zuteilung? Wonach entscheiden Sie da? Ja, das entscheiden ja nicht wir, sondern wir koordinieren das, was die nationalen Verbände an uns herantragen. Und wirklich überraschenderweise hatten wir einen Überhang an Weltcuporten jetzt im Vergleich zum Continental Cup. Also im kommenden Winter haben wir schon 10 Orte, die einen Weltcup ausführen werden. Und wir haben nur, ich glaube, 4 oder 5 Continental Cups. Also wir werden aber noch eine Serie daraus machen. Das heißt, es gibt nicht an einem Wochenende beides. Dafür haben wir noch nicht die Athletendecke. Wie gesagt, wir sind noch etwas in der Entwicklung mit den Mädchen. Aber ich sehe da eine rasante Entwicklung nach vorne. Und auch wenn ich gesagt habe, dass die Sportart, weil sie sicherer geworden ist, dazu beiträgt, die Mädchen selbst sind ja, was den sportlichen Wert betrifft, auf gleicher Ebene mit den Jungs anzuordnen. Aber was natürlich uns hilft, ist, dass wir mit unserer Sportart jetzt an die Eltern herantreten können und für beide Geschlechter werden können, weil wir sagen können, das ist eine Sportart, die eine äußerst geringe Verletzungsrate hat. Und das ist etwas, was natürlich für eine Sportart, die so eine dünne Athletendecke hat, international enorm wichtig ist. Es ist, denke ich, auch, wenn ich da richtig informiert bin, schon klar, dass es bei der nächsten Weltmeisterschaft auch ein Mannschaftsspringen bei den Damen geben wird. Ist das richtig? Folgender Prozess. Es ist ja so, dass das normale Weltmeisterschaftsprogramm 2 Herren-Teambewerbe vorsieht. Und das hat unterschiedliche Gründe. Jedenfalls ist es ein normales Programm. Und im Mädchenbereich haben wir nur den Einzelbewerb im Moment. Ich muss zugeben, dass wir im Moment es noch nicht schaffen würden, einen reinen Damen-Teambewerb der Weltmeisterschaften aufzustellen, weil eben noch nicht alle Nationen 4 Athletinnen stellen könnten. Und da hatten wir eben die Idee, dass wir hier als Art Übergangsphase einen Mixbewerb einbauen könnten, indem wir einen der Herren-Events zu einem Mixbewerb machen, was gleichzeitig den Mädchen die Chance geben würde, schon bei einem Teambewerb dabei zu sein, ohne einen reinen Damenbewerb zu haben. Ich muss aber dazu sagen, dass dies abhängig von der Initiative, vom Antrag des jeweiligen Ausrichters. Es ist ja 2013, war die FIEME schon als Ausrichter nominiert.
Daher ist eine Änderung nur mehr möglich, wenn der Ausrichter an uns herantritt. Aber ich darf hier sagen, dass wir positive Signale aus Italien haben, dass sie für diesen Bewerb ansuchen werden. Die Hintergründe sind dann wahrscheinlich ähnlich gelagert. Es war im Frühjahr jetzt diesen Jahres auch schon mal zu lesen, dass es zwei Mixbewerbe eben geben soll. Norwegen war, glaube ich, damals angedacht. Und das ist aber letztlich wahrscheinlich mit genau der Begründung, wie Sie es jetzt sagen, auf 2012, 2013 die Saison eher terminiert worden. Stimmt das? Ja, es sind meistens dann pragmatische Gründe, warum das dann nicht stattfindet. Die Norweger hätten es riesig gerne gemacht, aber wenn es dann um die Finanzierung geht, muss man wissen, dass die Norweger eine bestimmte Anzahl mit dem nationalen Broadcaster vertraglich vereinbart hat. Und in dieser Anzahl hatte eben ein zusätzlicher Bewerb keinen Platz. Daher ging es um die Finanzierung. Das wird sicher im nächsten Jahr dann der Fall. Ich wäre nicht überrascht, und da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, wenn wir auch hier vielleicht im nächsten Jahr in Hinterzarten ein Novum erleben würden mit einer neuen Wettkampfform. Franz Steine, Ihre Einschätzung vielleicht mit Blick auf den Damen-Skisprung, die weitere Entwicklung? Ja, die anderen können sich da gerne auch zu äußern. Des Damen-Skisprungs wird doch aber wahrscheinlich auch mit davon abhängen, wie groß das Interesse ist, diese Sportart im Winter zu übertragen. Oder ist das eine Fehleinschätzung? Es ist mit Sicherheit keine Fehleinschätzung. Es steht und fällt natürlich immer im medialen Interesse. Deswegen gilt es ja, die Sportart attraktiv zu gestalten, auch im Mädchenbereich. Ist sicher ein erster richtiger Schritt mit dem Mixed-Wettbewerb, aber mittelfristig wird das sicher ein Mannschaftswettbewerb werden, was uns sehr zugute kommen wird, wenn wir relativ gute Medaillenchancen haben, was den Damen-Skisprung anbelangt. Aber insofern gilt es, die Veranstaltung attraktiv zu gestalten, Kombinationen zu machen, wie es beispielsweise in Schonach, glaube diesen Winter geschieht, in der nordischen Kombination und dem Damen-Skispringen, um gerade auch Übertragungen sicher zu sichern, zu gewährleisten. Ich darf hier erwähnen, dass die gleichen Regeln gelten wie für einen Herren-Weltcup. Das heißt, alle Nationen, die bei uns für einen Damen-Weltcup den Antrag gestellt haben, wissen, dass die Grundlage dafür ein Veranstaltervertrag ist, der auch das zur Verfügung stellen eines TV-Signals beinhaltet. Das heißt, alle Damen-Weltcups werden TV-mäßig produziert und sie sind bereits offiziell in der Startzeitenliste der FIS integriert. Das heißt, für alle Weltcups gibt es auch die Sendezeiten. Hermann Werle, Schlusswort. Ja, zum Damen-Skispringen nochmal. Ich war ja mehrere Jahre Jugendsportler im Sportler von Deutsch-Jüngland, habe die Entwicklung im Mädchen-Skispringen sehr intensiv mitverfolgen und auch mit beeinflussen können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, um diesen Sportart zum Erfolg zu führen, dass auch eben die nationalen Verbände und wiederum diese internationalen Verbände, die Untergruppierungen hier ihre Arbeit tun, damit die Mädchen zu dieser Sportart gewonnen werden können. Aber ich bin auch sicher, wenn hier mal olympische Medaillen gegeben werden, ist hier ein ganz anderes Interesse auch verbunden und letztlich auch das wahrscheinlich noch besser motivieren. Weltmeisterschaftsmedaille gibt es schon und von daher denke ich, sollte man diese Sache den Damen-Tisch bringen, sehr positiv in die Zukunft entgegenblicken. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Sportart, vor allem muss sie aber auch ihre eigene Note haben. Man darf es dann nicht vermischen mit anderen Dingen. Wobei, ich nicht mal in der Mixed-Wettbewerb, ich denke, das ist eine ganz tolle Idee, die zwischen der Team Langlauf und Biathlon auch gang und gäbe ist. Von daher sehe ich positiv in die Zukunft, was da natürlich betrifft. Vielen Dank. Soweit an die Runde. Fragen? Bitte, Marco. An Walter Hofer, gibt es denn schon erste Konzepte oder Pläne zur Durchführung von den Mixed-Wettbewerben, weil es ja eben leistungsmäßig Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen? Die Leistungsunterschiede liegen ja nur im organisatorischen Bereich. Das heißt, wir nehmen eine ganz normale.
der aus 4 Athleten pro Nation besteht im Moment. Daraus machen wir die ersten beiden Gruppen aus Mädchen und die zweiten beiden Gruppen aus Burschen. Und daher ist es ist schon im Weltcup-Reglement integriert. Es ist gar keine Einführung eines neuen Formates, sondern das Format bleibt gleich. Nur die ersten beiden Gruppen bestehen eben aus Mädchen und die zweiten aus Burschen. Wenn man sich die Entwicklung des Skisprings anschaut, ersten Olympiasieger bei Herren unter 70 Metern, besteht nicht jetzt eine Gefahr, dass wir durch die Wahl von immer größeren Chancen auch für die Damen insgesamt die Entwicklung etwas, naja, ich möchte mal sagen, behindern. Und wir können ja nicht die paar Mädchen, die wir haben, können wir nicht gleich alle auf eine AS 140 bringen und so. Wie soll denn das dann im Weltcup laufen? Oder so? So mit einer Wahlchancen erfolgen und auch wirklich auch Großchancen. Auf Wunsch der Trainer von den Mädchen-Nationalmannschaften hat das Sprungkomitee vorerst im Weltcup-Reglement die Festlegung gemacht, dass Damenwettbewerbe ausschließlich bis zur Normalschanze stattfinden dürfen. Aufgrund dieser Altersstruktur, die wir zur Verfügung haben, ist es einfach eine Absicherung, dass viele, viele Mädchen teilnehmen können. Und daher finden Damen-Skispringen im Moment bis zu einer Schanzengröße von Normalschanzen statt. Also etwa HS 90, ja? Das ist die K5 von 90, die kann eine HS von 109 haben. Es ist in dem Zusammenhang ja ein kurioser Aspekt, weil es wird ja immer an uns die Frage herangetragen, warum bei Olympia Normalschanze, bei Weltmeisterschaften Normalschanze und im Weltcup nicht. Es gibt eine ganz lapidare Antwort. Wir haben freistehend auf der ganzen Welt 3 Anlagen, wo die Normalschanze nicht neben einer Großschanze steht. Und überall dort, wo wir eine Normalschanze neben einer Großschanze stehen haben, geht es eben aufgrund der Reisepläne, aufgrund der Kalenderpläne nicht mehr, dass wir an einem Ort 2 Schanzengrößen springen, weil man muss ja beide installieren, man muss bei beiden trainieren, man muss an beiden qualifizieren und wettkämpfen. Ja, also die Zeitpläne kämen komplett durcheinander und es würde viel, viel teurer machen, würden wir an einem Ort 2 Schanzengrößen springen. Das ist der lapidare Grund, warum wir, wenn wir die Möglichkeit haben, Nonna statt der Normalschanze eher die große Schanze nehmen. Aber wir würden jederzeit einen Antrag für eine Normalschanze in den Kalender integrieren, ohne sportlichen Abstrich. Das hat überhaupt nichts mit dem sportlichen Wert zu tun, aber logistisch und organisatorisch ist es klar, wenn man in Lillehammer eine große und eine Normalschanze hat, ist, dass man die große bevorzugt. Vielen Dank. Weitere Fragen? Nicht mehr. Dann entlasse ich die Herren und danke fürs Kommen. Der Bürgermeister geht heiraten. Ich gehe nicht heiraten. Aber so ähnlich. Ich darf heiraten. Ja, ich danke fürs Kommen. Wir sehen uns hier wieder zur ersten Siegerpressekonferenz morgen. Schönen Tag noch.